Hallo und moin von der Westküste. Das Thema meiner heutigen Rezension ist dieses Buch von Steffen Kopetzky, Risiko. 726 ganz wunderbare Seiten, erschienen bei Klett Cotter. Also das ist, ich sag mal, eine Art Abenteuerroman. Es handelt sich da, dass die Grundlage ist eine echte Begebenheit aus dem Ersten Weltkrieg, die sogenannte Niedermeyer-Expedition, war eine Geheimexpedition, die nach Kabul gezogen ist, um sich da mit den Paschtunen und den Stämmen zu vereinen, um gegen die Briten zu ziehen. Das ist im richtigen Leben völlig daneben gegangen, aber dieses Buch hat das als Grundlage genommen und daraus einen ganz wunderbaren Roman gesponnen. Also meinen allerersten Respekt an Herrn Kopetzky für dieses wunderbare Buch. Das ist so unglaublich gut geschrieben und dann muss eine Wahnsinns-Recherchearbeit dahinter gestanden haben, um das so zu schreiben. Ich habe das sehr genossen. Also ja, Abenteuerroman trifft es für mich am besten. Also das hat mir unglaublich gut gefallen. Den Inhalt näher zu beschreiben, das sprengt einfach den Rahmen, weil das wirklich sehr komplex ist. Aber so viel sei gesagt, also der Marinefunker Sebastian Stichnote ist da auf seinem Schiff und die deutschen Schiffe müssen da abhauen vor den Briten und fliehen dann nach Konstantinopel und er schließt sich dann dieser Expedition an und was er da erlebt, ist wirklich unglaublich und so wunderbar beschrieben. Das hat einfach so unglaublich viel Spaß gemacht. Pures Lesevergnügen. Deswegen meine absolute Empfehlung, Steffen Kopetzky, Risiko. Ja, kurz und schmerzlos heute, aber lesen, einfach nur lesen und dann und genießen dabei. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zugucken und ja, man sieht sich dann mal wieder und bis neulich und schöne Grüße von der Westküste und tschüss.